Hallo Freunde, herzlich willkommen hier in diesem Video. Mein Name ist Jürgen Schütz und vorab etwas in eigener Sache. Unterhalb dieses Videos befindet sich der Abonnieren-Button. Nie wieder ein Video von mir verpassen. Abonniere jetzt meinen Kanal. Ich bedanke mich schon einmal im Voraus bei dir. Vielen herzlichen Dank. Du kennst das, du fährst zu deinem Wunschspot und möchtest diesen endlich fotografieren. Ich war jetzt hier zum Beispiel in Schottland und es ist alles soweit gut, es ist alles perfekt, nur der Himmel ist einfach verkackt. So wie jetzt hier in diesem Foto auch. Bei mir ist er einfach viel zu dunstig, viel zu bewölkt, es fehlt einfach Farbe, es fehlen Wolken im Spiel. Der Himmel ist einfach langweilig und man kann dieses Foto so eigentlich nicht verwenden. Jetzt möchte ich dir eine Möglichkeit zeigen, wie du diesen Himmel ganz einfach und ohne großartige Probleme freistellen kannst und auch ohne großartigen Zeitverlust. Ich könnte es jetzt auf die klassische Art und Weise mit den herkömmlichen Werkzeugen hier aus Photoshop versuchen, und zwar zum Beispiel mit dem Zauberstab. Ich könnte mir jetzt hier natürlich Bereiche auswählen und hoffen und wirklich hoffen, dass Photoshop mir die Bereiche richtig auswählt. Aber ein falscher Klick und schon ist die ganze Arbeit dahin. Funktioniert also mit diesem Tool überhaupt nicht. Ich werde die Auswahl einmal aufheben und versuche ein anderes Werkzeug, und zwar das Schnellauswahlwerkzeug. Das funktioniert ähnlich, vielleicht ist das ja ein bisschen besser. Ich wähle mir hier wieder Bereiche aus und ich hoffe, dass Photoshop, ja, es macht mir nicht das ganze Bild kaputt, aber auch hier ist das Problem, dass ich jetzt hier schon Blätter und Äste mit in der Auswahl drin habe, die ich ja eigentlich nachher in meinem Foto noch enthalten haben möchte. Geht so alles nicht. Es gibt noch andere Varianten. Ich möchte dir eine Variante zeigen, die dann noch funktioniert, wenn alle anderen versagt haben. Ich werde jetzt hier die Auswahl wieder löschen, indem ich hier oben auf Auswahl klicke und dann hier auf Auswahl aufheben und wechsle dann hier in die Kanäle. Mit den Kanälen werde ich das Foto freistellen. Wenn du die Kanäle hier auf der Seite nicht angezeigt bekommst, klicke hier oben auf Fenster und hier unten auf Kanäle. Dann bekommst du auch hier bei dir die Kanäle angezeigt. Okay. In den Kanälen gibt es diesen Rot-, Grün- und Blau-Kanal. Das ist der Kanal, wo uns alle Farben dargestellt werden. Da gibt es nur den roten Kanal. Hier werden uns die roten Anteile im Hell und Dunkel dargestellt. Hier werden uns die grünen Anteile im Hell und Dunkel dargestellt. Und hier werden uns die Blau-Anteile in Hell und Dunkel dargestellt. Und was wir jetzt benötigen, ist den Kanal mit dem höchsten Kontrast. Und zwar der Kontrast zwischen Bereich, der enthalten bleiben soll, und Bereich, der ausgeschnitten werden soll, also wo freigeschaltet werden soll. Und das ist meines Erachtens in dem Fall für mich der Blaukanal. Den werde ich jetzt hier einfach wählen und ich muss mir jetzt diesen Kanal duplizieren. Ich kann den Kanal duplizieren, indem ich ihn hier unten auf dieses Symbol neben dem Papierkorb ziehe, oder ich klicke die rechte Maustaste und sage hier Kanal duplizieren, bestätige das Ganze mit OK. Muss ihn dann aber allerdings neu anwählen und den anderen abwählen, wo ich jetzt hier über dieses Werkzeug hätte nicht machen müssen. Aber sonst ist es genau identisch. Mit dem duplizierten Kanal werde ich mir als allererstes über Bildkorrekturen eine Helligkeit und Kontrastkorrektur hierher ziehen. Und ich werde mir den Kontrast sehr, sehr stark nach oben regulieren. Du siehst, was passiert. Es wird alles dunkler. Das ist genau das, was ich haben will. Denn all die Dinge, die ich hinterher ausgeschnitten haben möchte, müssen dunkel sein, beziehungsweise müssen jetzt noch dunkel sein. Und alles andere, wo wegfällt, kann hell sein. Aber ich werde auch hier die Helligkeit ein wenig zurückziehen. Ob das jetzt weiß ist oder auch noch nicht, spielt noch keine Rolle, denn das werde ich mit den nächsten Tools machen. Ich bestätige hier alles mit OK und wechsle dann oben wieder auf Bild, Korrekturen und werde mir eine Gradationskurve herholen. In dieser Gradationskurve werde ich mir als allererstes dieses kleine Symbol hier aktivieren, dieses Handsymbol, und gehe in eine Stelle, wo weiß ist, und ziehe mir das ein wenig nach oben. Aber Achtung, ich werde es nicht ganz weiß gestalten, denn das werde ich im Anschluss mit einer Tonwertkorrektur reinziehen. Und dann werde ich mir einen Bereich auswählen, der wo dunkel ist, nicht schwarz, sondern dunkel, und werde den nach unten regulieren. Also soweit, dass er auch noch nicht ganz schwarz wird. So vielleicht. Ja, genau so. Perfekt. Ich bestätige meine Gradationskurve hier mit OK und werde mir das letzte Werkzeug herholen, und zwar über Bildkorrekturen und die Tonwertkorrektur oder mit Steuerung und L. Jetzt werde ich mir die schwarzen Bereiche ein wenig zum Weiß bewegen und die weißen Bereiche ein wenig in Richtung Schwarz bewegen. Okay.
Es ist wichtig, dass du darauf achtest, dass die Strukturen dir erhalten bleiben. Deswegen zoome ab und zu mal ein bisschen in das Foto hinein, damit du das auch wirklich beurteilen kannst, ob jetzt hier alles noch mal zu sehen ist oder ob du schon Bereiche verlierst. Ich glaube, ich habe jetzt hier schon ein paar Bereiche verloren. Deswegen werde ich den Weißbereich noch ein bisschen zurücknehmen und den Schwarzbereich auch ein wenig zurücknehmen. So, okay. Es sollten graue Abstufungen enthalten sein, damit wir einen sauberen Verlauf zwischen Hintergrund und Vordergrund hinbekommen. Ich bestätige das Ganze mit okay. Wir sehen es hier, habe ich eine hellere Kante hier oben. Hier, ich weiß nicht, ob du es sehen kannst. Das muss ich noch ausmalen. Und zwar werde ich das jetzt hier mit einer schwarzen Pinselspitze. Ich werde mir jetzt hier erstmal alle Bereiche, die jetzt hier noch weiß sind, erstmal ausmalen, dass die verschwinden, weil die brauche ich jetzt in der Maske nicht. So, okay. Du musst darauf achten, dass du keine weiche Pinselspitze verwendest, weil somit wirst du dir dann unliebsame, weiche Bereiche ins Foto zeichnen. Wir wollen die ja vermeiden. Wir wollen ja einen wirklich harten Kontrast zwischen hell und dunkel erreichen und keine weiche Kante. Okay. Ich werde mir jetzt hier oben diesen Bereich noch ein wenig ausmalen. Nur ganz leicht, es muss nicht hundertprozentig sein. Hier haben wir auch noch ein bisschen. Genau so. Ich schaue mal ein bisschen nach rechts, wie es da drüben aussieht. Hier habe ich noch viel, viele Bereiche, die noch weiß sind. Die brauchen wir auch so nicht mehr. Wir malen am Ende nochmal über das komplette Bild drüber. Und ich denke, so ist es schon ganz in Ordnung. Ja, so ist es gut. Ich zoome wieder raus und ich werde mir jetzt noch einmal einen sehr, sehr großen Pinsel schnappen und hier nochmal alles wirklich ausmalen, weil es soll hier nichts mehr übrig bleiben von irgendwelchen Schafen oder sonstige Dinge, die jetzt hier noch weiß dargestellt werden. Die müssen alle eingefärbt werden oder schwarz gemacht werden. Genau. Wenn das dann erledigt ist, dann ist der nächste Schritt, dass du dir hier eine Auswahl über den Bereich holst. Das geht ganz einfach mit gedrückter Steuerungstaste und ein Klick auf die Miniaturansicht und alles wird maskiert. Aber Achtung, du musst jetzt berücksichtigen, dass jetzt der schwarze Bereich maskiert ist oder ausgewählt ist und ich möchte es ja genau andersrum haben. Ich möchte nur den weißen Bereich ausgewählt. Also drücke ich die Steuerung, Shift und die I-Taste und alles wird umgekehrt ausgewählt. Okay. Ich wechsle dann wieder auf den RGB-Kanal und gehe zurück auf die Ebenenpalette, werde mir eine Maske auf meine Ebene legen. So, es ist jetzt schon ausgeschnitten, wie du siehst. Kopiere mir die Ebene mit Steuerung und J und mache aus dieser Ebene ein Smart-Objekt. Ich klicke hier mit der rechten Maustaste auf die Ebene und werde hier in Smart-Objekt konvertieren. Es hat einfach den Vorteil, dass ich jederzeit in meine Maske zurück kann, falls es noch irgendwas zu ändern geben wird. Dauert einen ganz kurzen Moment, bis es berechnet worden ist. Wenn dein Smart-Objekt nun erstellt ist, kann ich mir den Himmel in dieses Foto ziehen. Die untere Ebene brauche ich jetzt nicht mehr, ich kann sie ausblenden und ich werde mir jetzt meinen Himmel herholen, der befindet sich hier. Ich schnappe mir meinen Himmel, den ich für dieses Foto ausgewählt habe und füge ihn hier ein, verschiebe den ein wenig nach oben und natürlich muss die Himmelebene unterhalb der obersten Ebene sich befinden. Sieht es einfach ein bisschen komisch aus. Mit Steuerung T kann ich mir meinen Himmel transformieren und so positionieren, wie er mir am besten gefällt. Und das wäre eigentlich jetzt auch schon hier so der Fall. So gefällt er mir sehr gut und wenn du jetzt hier noch ein paar unschöne Kanten hast, kannst du jetzt hier in deine Ebenenmaske hineingehen und jetzt hier über Kante verbessern, dir deine Kante jederzeit nochmal verändern. Das ist der einzige Vorteil von einem Smart-Objekt, du kannst jederzeit wieder zurück. Das war es eigentlich auch schon. Klar, es müssen natürlich noch die Lichtstimmungen angepasst werden. Der Weißabgleich ist natürlich nicht korrekt zu dem oberen und dem unteren Foto. Das muss man natürlich alles ein bisschen anpassen. Ein bisschen Sonne hinzumalen und dann kommt man wirklich zu einem gar keinen so schlechten Ergebnis. Und das ist eine hervorragende Art, schnell und unkompliziert hier deine Bäume oder Wälder freizustellen. Ich habe dir das Foto auf meiner Webseite zum Download bereitgestellt. Du kannst es dir da herunterladen. Du klickst auf die URL, die sich in der Videobeschreibung dazu befindet. Klickst drauf, meldest dich an, falls du noch kein registrierter Benutzer bist. Die Registration ist kostenlos, ist gar kein Thema. Und dann bekommst du den Download von diesem Foto und kannst es direkt mitarbeiten und ausprobieren. Das Einzige, wo du nicht darfst, dieses Foto darf von dir nicht veröffentlicht werden, in keinster Weise. Alles andere kannst du damit machen, wie du möchtest.
Okay, das war's heute auch schon. Es war ein relativ kurzes Video. Wenn es dir gefallen hat, lass mir einen Daumen nach oben da. Da unten befindet sich der Abonnieren-Button. Nie wieder ein Video von mir verpassen. Abonniere jetzt meinen Kanal. In der Videobeschreibung befindet sich die URL zu meinem Facebook-Account. Check diesen auch mal aus. Auf der rechten Seite befinden sich zwei weitere coole Videos von mir. Falls du Fragen hast, gerne in den Kommentaren. Teile dieses Video mit deinen Freunden. Empfehle mich weiter. Das würde mich sehr, sehr viel weiterbringen, wenn du mich weiterempfiehlst. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Mein Name ist Jürgen Schütz und ich bin es raus. Mach's gut und ciao, bis zum nächsten Mal.